Yo Leute und willkommen zurück zu Demon's Souls. Nachdem wir letztes Mal, glaube ich, den Turmritter hieß er, glaube ich, besiegt haben und dann im Palast von Boletaria nicht weitergekommen sind, sind wir jetzt, ja, wo sind wir hier überhaupt genau? Genau, in den Steinfangkatakomben. Und der nächste Gegner, den wir hier erwischten, der soll anfällig gegen Stichangriffe sein. Und Stich ist vor allen Dingen mein schwerer Angriff. Und da muss ich mal gucken, was es damit auf sich hat. Hallo. Hallo, mein Freund. Seelen. Ich tausche gute Waren gegen Seelen. Okay, so sieht der Händler hier aus. Oh, guck mal, hier kann man beliebig viele Scharfsteinscherben kaufen und Hartsteinscherben. Ich könnte auch eh meine Rüstung mal aufmotzen. Ed's Wettstein erneuert die Haltbarkeit. Ah, sowas ist auch nicht verkehrt, mal dabei zu haben für unterwegs. Oder man achtet einfach mehr drauf, wie haltbar seine Sachen noch sind. Ihr wollt spielen? Dann lasst Münzen klimpern. Ja. Meint ihr nicht? Nein, meinen wir nicht. Außerdem, ja, eigentlich wollte ich mit dem auch nochmal reden. Mal gucken, ob der noch irgendwas Interessantes zu diesem Gebiet hier zu sagen hat. Nee, handeln wollen wir nicht. Kleine Stadt? Ein netter kleiner Ort. Die anderen mit den Eidechsenaugen sind mit ihren Steinen beschäftigt und kümmern sich nicht um einen alten Mann wie mich. Das macht das Leben ziemlich leicht für mich. Ich komme mit allem davon. Ich wusste immer, es gibt einen Gott. Danke, dass ihr euch um mich sorgt. Kein Thema. Oh, habt ihr von glänzenden Eidechsen gehört? Nicht leicht zu fangen, aber sie haben ein paar prächtige Steine. Und ich weiß, wo eines ihrer Nester ist. Oh, verzeiht, das kann ich nicht verraten. Ich wollte gerade sagen, dann schieß doch los, Mann. Ich wusste immer, es gibt einen Gott. Naja, gut. Ihr wollt spielen? Dann lass Münzen. Meint ihr nicht? Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Genau, die Eidechsen, genau, die haben nämlich auch noch irgendwas anderes als diese Scherben fallen lassen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, er sagte auch gerade irgendwas von Edelsteinen oder so, ne? Ach genau, hier bin ich gestartet. Und der nächste Gegner soll schwach gegen Stichwaffen sein. Da frage ich mich aber auch, woher wissen sie, wo der nächste Gegner ist? Ich meine, ich kann hierher gehen und da hinten hergehen. Der nächste Feind ist gegen Zauber anfällig. Ja, Zauber ist ganz schlecht. Ui. Ich hab so ein bisschen, bin so ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, wenn mir so ein Zeugs hier schon angekündigt wird. So, landen die Sachen immer auf der gleichen Stelle? Naja, sie landen zumindest alle da. Und da liegt doch was. Ja, okay, sie zielen auf mich. Klebriges, weißes Zeugs. Ey, irgendwo höre ich hier Gegnergeräusch. Das macht mich auch so ein bisschen nervös. Aber das könnte natürlich auch von da oben kommen. So, ich kann hier in den Turm reingehen. Vielleicht sollte ich das einfach mal tun und die Typen da oben erledigen. Kann ich hier runterfallen? Kann ich hier draufklettern? Ich renne zumindest dagegen. Nee, irgendwie geht hier gar nichts. Interessant. Vielleicht kann man von oben irgendwo mal irgendwann einen Hebel betätigen und dann kann man diese Fahrstühle hier nutzen. Aber es sieht mir auch nicht so aus, als wenn ich hier irgendwie runter könnte, oder? Da unten ist doch kein spielbares Gebiet mehr. So. Wie immer sehen Sie hier nichts. Okay. Wow.
Die sind ultra langsam, aber sie halten relativ viel aus, muss ich sagen. Naja, gut. Wow, sie können anscheinend auch schneller, wenn sie wollen. Aber nicht wirklich viel. Naja gut, die sind ja echt super lahm. Und er hackt hier irgendwas. Ui, das war aber knappi gewesen, mein Freund. Aber keiner hinterlässt mir hier irgendwas. Und ich denke die ganze Zeit, mein Funkenflug wäre irgendein Loot, aber ist er natürlich nicht. Ich habe ja die ganze Zeit, wenn ich hier in Seelenform rumrenne, etwas Funken an mir. Ich habe übrigens auch gelesen, dass man Pure White und Pure Dark von der Welttendenz oder was auch immer, man kann es auch beides in einem Durchgang spielen, alle Events. Dann sollte man sogar eher mit den dunklen, mit der dunklen Ausrichtung anfangen, weil es so einfacher ist, wieder zur hellen Ausrichtung zu kommen. Muss mir das irgendwie Sorgen machen, dass die hier alle so entspannt sind? Die werden doch mit Sicherheit auch irgendwann mal unentspannt, oder? Okay, wenn ich zwei harte Schläge hintereinander mache, ist der zweite gar nicht mal so stark. Hä, habe ich den jetzt gerade mit meinem Schild geschlagen oder was? Das macht so ein bisschen so den Eindruck. Danke. Wolltest du mir einfach einen mit deinem Beutelchen zimmern? Ich denke nicht, mein Freund. Wow, was hat der denn alles dabei gehabt? Ein paar Scharfsteinscherben, ein paar Hartscherben. Ich habe übrigens immer noch nicht nach einer Waffe erkundigt, die ich eigentlich haben will. Von daher, da man hier jetzt ja sogar diese kleinen Scherben kaufen kann, kann ich natürlich die Waffe, die ich habe, mal maximal aufleveln. Und auch selbst alle anderen Waffen könnte man sogar noch ausprobieren, wenn man genug Seelen farmt. Und oh, hier ist ja auch noch einer. Und erfahrungsgemäß kriegt man ja nachher, wie in jedem RPG, steigt ja die Anzahl der Erfahrungen, die man bekommt. So war es zumindest in den anderen Souls-Spielen. Oh no, wo kommt ihr denn her? Ja, klar, klar. Jetzt geht die Luzi hier ab. Ich muss hier mal dringend weg. Und zwar sowas von dringend. Zumindest mal aus dieser Feuerreichweite da raus. So, ist der Hund noch hinter mir her? Ja, der ist noch hinter mir her. So. Was auch immer jetzt da gerade mit Feuerpfeilen oder so auf mich geschossen hat. Habe ich eigentlich insgesamt nur 124 Erfahrungen dafür, dass ich die ganzen Gegner hier schon weggemeuchelt habe? Da ist doch ein bisschen wenig, oder? Wie viel geben? Die geben doch. Okay, die geben nur 3. Okay, sie können nichts und geben auch nur 3. Und ich fassel gerade, was davon, je weiter man kommt, desto mehr Erfahrung kriegt man. Okay, hier kriegt man gar keine Erfahrung, obwohl wir ja irgendwie im zweiten Gebiet angekommen sind. Oha! Ist das nicht der Typ, der auch bei dem Turmritter irgendwie zugange war? Ja, er hält auf jeden Fall auch einiges aus. Ja, feuer du dein Zeugs mal vor die Wand, das ist okay. Genau. Der hat mal ein bisschen mehr Erfahrung gegeben. 500, das ist doch schon sehr okay. Vollmondgras, Scharfsteinklumpen, Hartsteinklumpen, Rheinsteinscherbe. Da fällt mir ein, gehen wir doch mal ins Inventar, genau, Scharfsteinscherbe war das erste, was ich brauchte. Hartsteinscherbe ist dann wahrscheinlich sogar schon ein Level 2 Material, um meine Sachen zu upgraden. Ne, Moment mal, was waren die ersten, die ich gefunden habe? Egal, ich habe jetzt auf jeden Fall anscheinend auch Level
zwei Zeugs gefunden. Was ist das denn? Eine Scherbe aus kristallinem weißem Erz. Kann eine Vielzahl von Waffen aufwerten. Wird zur Herstellung qualitativ hochwertiger Waffen genutzt, die sowohl Stärke als auch Beweglichkeit fordern. Waffen können durch Rheinsteine bis auf Stufe 5 verstärkt werden. Okay. Aber die brauche ich nicht, oder? Habe ich zumindest bis jetzt nicht gebraucht. Schafsteinklumpen. Ein Klumpen aus scharfem Erz wertet Stoßschwerter, Krummschwerter, Speere und so weiter auf. Ein einfaches Erz, das die Kraft einer Waffe gleichmäßig erhöht. Waffen können durch Schafsteine bis auf Stufe 10 verstärkt werden. Okay, nee, das sind einfach nur unterschiedliche Waffentypen. Und das kann eine Vielzahl von Waffen aufwerten, bis auf Stufe 5. Aber qualitativ hochwertige Waffen, okay. Also es gibt Waffen, die kann ich anscheinend nur bis 5 und es gibt Waffen, die kann ich bis 10. Oder wie habe ich das zu verstehen? Irgendwie sowas. Autsch. Oh. Ja, aber wenn sie treffen, dann hauen sie auch rein, ja. Ja, vor allen Dingen reicht es für die nicht ganz. Oh, klar. Naja, mal weg mit dem kleinen Heilzeug. Da brauche ich echt mittlerweile ordentlich von, wenn ich mich damit hochheilen will. Eigentlich würde ich ja auch gerne mal hier oben irgendwie hin. Aber hier komme ich nicht rauf. Aber hier höre ich Leute und da oben ist auch voll viel. Und vor allen Dingen ist auch einer dieser dicken Schweinchen und steht da mitten im Freien rum. Im Freien könnte der durchaus spannender zu bekämpfen sein. Ah, hier geht's also rauf. Warum ist die Wand hier so brüchig? Naja, Wand scheint hier überall brüchig zu sein. Oh, als hätte ich's geahnt. Aber er hat mich trotzdem getroffen. Der Drecksack. Autsch. So, jetzt verbrauchen wir mal unser niedriges Heilzeug hier endgültig. So, und sind auf dem nächsten. Na toll, man kann hier in den Raum reingehen, aber weil wir so ungelenk sind, können wir nicht über diese Kisten hier drüber klettern. Ey, sowas liebe ich ja auch immer. Oder kommen wir hier irgendwie vorbei? Ne, er schafft es nicht, hier über so ein paar Dinger drüber zu klettern. Ja, nice. Es macht mir schon so ein bisschen Sorgen hier, muss ich sagen. Ah ne, hier geht es sogar noch weiter. Warum sie einen unbedingt hier so reinlocken wollen. Eine Spitzhacke. Gut, dass ich mir die nicht beim Händler gekauft habe. Jetzt habe ich sie kostenlos gefunden. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die ausprobieren möchte, ehrlich gesagt. So, da oben ist der Dicke, der mit Feuer schießt. Ja, ja, ich habe es geahnt. Oh shit, jetzt stehe ich hier mitten in den Viechern drin. So, jetzt ist nur die Frage, kann er mich von oben erwischen? Und was stand da gerade Geisterhaftes rum? Boah, hier kriegt man jede Menge von diesen Scherben. Das ist ganz cool und nice, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Typen da oben. Ja, genau wegen sowas. Man kriegt es hier in den Rücken. So. Könnt ihr zu mir raufkommen? Kann ich zu euch runterkommen? Ja, das geht alles. Okay, er macht Stress. Das müssen wir erstmal unterbinden. Und zwar ungefähr so. Wow, das hat mich schon wieder fast getroffen. Erstmal hier unten für Ruhe sorgen. Jawohl. Eisenschlagring. Ey, man kriegt hier richtig Zeugs in den Minen. Ich meine, es wundert einen halt nicht, ne, dass man Upgrade-Materialien für Waffen etc. hier in irgendwelchen Minen findet. So, wo steht der Typ genau? Der steht da oben neben der Brücke. Warum steht da so ein schemenhaftes Ding rum, ey? So. Problem ist, wenn ich jetzt hier weitergehe, dann stehe ich, glaube ich, unter Dauerbeschuss. Und da habe ich eigentlich nicht so viel Lust drauf. Na, ich scheine doch zu weit weg
zu sein für ihn. Das ist gut. Und geht's da oben auch noch weiter? Ach, da hätte ich noch weiter raufgehen können. Okay, aber jetzt erforsche ich erstmal hier unten weiter, wo ich gerade hier unten bin. Das habe ich nicht so ganz gerafft, dass da noch ein, oder nicht ganz gesehen, dass da noch ein Weg rumgeht. Es gibt leider alles nicht viel Erfahrung hier. Und jetzt kommt wieder Feuer von oben. Ja, ich denke, genau, ich stelle mich erstmal hier drunter. Hoppla. Oh. Naja, das ist wenigstens noch alles entspannt hier, aber ich frage mich trotzdem, was diese Warnung da am Anfang sollte. War das einfach nur Verarsche? Sollte das irgendwie so den Spieler-Spam so ein bisschen verarschen, den die teilweise hinterlassen? Weil, soweit ich weiß, spiele ich immer noch im Offline-Modus. Ja, hier ist so ein Schemen, der angedeutet hat, ja, dass ich hier dran ziehen soll. Will ich das? Naja, ich mach's einfach mal. Na, ich habe ein Tor geöffnet. Das kann ja nicht das Allerschlechteste gewesen sein dann. So, wie bin ich... Ach ja, genau. Jetzt muss ich wieder hier runter. Und dann kann ich mich mal oben rum umgucken. Da oben lacht er rum. bin ich hier richtig? Irgendwo war hier doch... Ah, ich wollte doch gerade sagen. Irgendwo war hier doch ein Durchgang gewesen. Könnte eigentlich auch mal dieses hier probieren, ne? Oh, ich habe nur... Ja, ich habe keine Pfeile dabei. Nice, ich habe Bolzen dabei, aber keine Pfeile. Ja, dann probiere ich es erstmal nicht. So, mein Freund. Ihr Arschlöcher, ohne Witz... Ihr verdammten Arschlöcher. Okay, also kann ich den von hier aus erstmal nicht aus den Latschen hauen, würde ich sagen. Naja, wenigstens bin ich nicht gestorben. Dafür sollte ich noch dankbar sein wahrscheinlich, oder? So. Naja, ich könnte immer noch... hier drüber gehen. Wow, wow, wow. So, einmal heilen. Oh, nee, selbst wegrollen bringt nichts, ey. Boah, der ist nicht ohne, der Typ. Ja, lach du mal. Hui, das war knapp gewesen, aber der gibt auch 500 Erfahrung. Und, ja, Ministerhandschuhe und irgendwelches anderes Zeugs, das ist gut. Beziehungsweise Heilzeug, nicht irgendwelches anderes Zeugs. So, zumindest solange wie ich nicht sterbe, bin ich den Nervbärt hier zumindest los. Aber kampftechnisch ist das mit Sicherheit noch zu optimieren. Da ist auch eine geile Balancierpartie hier. Aber trotzdem frage ich mich so ein bisschen, ob es auch eine Möglichkeit gibt, da auszukommen. War das da? Ist das das, was ich meine? Ah, ich weiß es nicht so ganz genau. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. So, da unten ist auf jeden Fall das Tor, was ich geöffnet habe.
Und hier geht's ansonsten auch nicht weiter. Okay, nice. Oh, hier ist Nebel. Naja, wahrscheinlich ja zumindest auf der richtigen Fährte zu sein, würde ich sagen. Oh Gott, da hängt irgendwas Brennendes an der Wand. Das springt mir doch gleich ins Gesicht, oder? Ja, ich brenne natürlich voll, wenn ich drauf einpiekse. Aber es ging ja noch einigermaßen. Eine Schmelzsteinscherbe. Mann, hier findet man eine Menge interessante Sachen, muss ich sagen. Spinnensteinscherbe. Von Bogen verwendet, die hohe Beweglichkeit erfordern. Waffen können durch Spinnensteine bis auf Stufe 5 verstärkt werden. Ey, ich wollte hier gar nicht ganz raus. Ein Schmelzstein, von dem intensive Hitze ausgeht. Dieses einzigartige Erz kann alle anderen Erze zum Schmelzen bringen und eine aufgewertete Waffe in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Okay. Ein Reset-Item. Ich überlege gerade, bei Dark Souls war das glaube ich auch so, dass Waffen verschiedene Ausrichtungen irgendwie haben konnten, oder? Wenn man doch irgendwie unzufrieden war, also man konnte sie physisch verstärken oder mit Feuerschein oder sowas verstärken, oder war das Bloodborne erst? Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Man konnte es dann auf jeden, man kann es auf jeden Fall anscheinend irgendwie rückgängig machen, wenn einem seine Waffe nicht gefällt oder wenn einem das nicht gefällt, was man aus der Waffe gemacht hat. Lief hier nicht vorhin noch einer oben rum? Na, es könnte auch da rechts neben dem Rad irgendwo gewesen sein. Oha! Nein, ich bin hier gefangen. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg und verbrenne. Ich hätte es wissen sollen. Ich habe noch gedacht, ey, das Ding, die Dinger springen gleich alle auf mich runter, wenn ich versuche, diese Leiche da zu plündern. Und dann war es eigentlich auch schon irgendwie zu spät gewesen. Shit, 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 shit. Naja, gut. Die Erforschung spare ich mir natürlich gleich. Ich weiß ja, wo ich hin möchte, relativ zielgerichtet. Jetzt kann ich natürlich hier auch mal in die andere Richtung weiter gucken. Okay, auch hier sind irgendwelche Aufzüge, die nicht funktionieren. Aber hast du Pfeile? Oh, hallo. Nee, nicht so richtig. Ihr wollt spielen? Dann lassen wir uns ein Klettern. Okay, hier geht's nicht so richtig weiter. Das heißt, ich bin intuitiv schon in die richtige Richtung gerannt. Nämlich da, wo was los war. Hier hängt nur noch eine Seele rum. Aber ist auch richtig nice gemacht hier vom Ausblick, oder? Gegen die Sonne, der Karren, der da im Abgrund hängt, der Kran da drüber, der hält den, oder womit sie sogar versucht haben, den Karren wahrscheinlich nochmal irgendwie rauszuziehen. Also die Panoramen, muss ich sagen, Respekt, Bluepoint. Ich meine, letztendlich haben sie nur auf der Vorlage von From Software gearbeitet, aber die Panoramen sind schon richtig, richtig cool, die sie hier gebaut haben. So, dann schauen wir mal, würde ich sagen. Ey, diese Nachrichten hier, ne? Was soll das? Der nächste Feind ist gegen Stichangriffe anfällig.
Dann schauen wir mal, ob wir unsere Seelen wiederbekommen. Das Problem ist nur, jetzt muss ich natürlich auch an diesen ganzen langsamen Gegnern wieder vorbei. Ich bin mal gespannt, ey. Irgendwann komme ich doch bestimmt auch bei den Steinwerfern da oben aus. Kann ich die auch in Ruhe lassen? Oder kommen die gleich alle? So, die hau ich mal weg, mein Freund. Du bist mir hier doch ein bisschen zu auffällig. Und ihr macht weiterhin eigentlich nichts, ne? Das ist gut. Dann kann ich euch nämlich stehen lassen. Ach, scheiße, die Hunde. Wie viel kamen von denen? Da waren doch gerade noch mehr, oder? Ach, da kommt die restliche Horde. So. Oh, die habe ich tatsächlich alle angelockt hier. Nein, dann muss ich die erstmal wegmachen. Bevor ich mich mit dem Flammenwerfer-Typen da anlege. So, aber... Na, den habe ich, glaube ich, nicht getroffen. Das läuft doch prinzipiell ganz geschmeidig gegen diese Typen. Ich meine, es wundert mich nicht, ne? Die sind halt elendig lahm. Oh, 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 oh. Das war ordentlich feurig. Vorhin ist er auch in diesen Türrahmen zurückgewichen, ne? Da konnte ich mich so ein bisschen besser verstecken. Ja, genau. Hau das Ding vor die Wand. Das ist am besten für mich. Oh, sorry. Ach, ich muss den gar nicht umhauen, oder? Ich hätte auch einfach hier reingehen können. ja, hier standen auch welche um die Ecke. Kann ich den schon anvisieren? Ja. Ey, und ich krieg's voll ins Gesicht. Okay, den muss ich irgendwie nächstes Mal doch anders hier rauslocken. Hm. Wenn ich so weitermache, wird das mit der Heilung noch irgendwann eng. Tut das Not, mein Freund. Naja, die geben wenigstens ein bisschen mehr. Ah, mehr Erfahrung. Hätte ich dich fast vergessen. Boah. Hau ihn doch einfach um, Mann. Ich müsste mal irgendwann mein Schwert auch wieder reparieren. Aber ich habe ja auch Wettsteine. Das heißt, ich kann es ja auch zur Not selber unterwegs machen. So, da ist er. Ihn kann ich aber eigentlich... ignorieren, oder? Wo will ich denn nochmal her? Ach, hier hoch will ich. So, hier bin ich doch schon beim Vorteil. Hier trifft er mich doch gar nicht so gut. Und jetzt würde ich einfach mal hier vorbei joggen. Tschüss. Keine Lust auf dich. So. Dann würde ich sagen, dann schauen wir mal, dass wir unsere Erfahrung noch wiederbekommen. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Aber bis dahin geht's auf jeden Fall noch. So, man kann es also auch schaffen, wenn man nicht in sie reinläuft, ohne zu brennen. So, den Typen da meinte ich vorhin. Na, den hatte ich mal gesehen, aber da geht es anscheinend irgendwann anders hin. Der steht auf jeden Fall neben dem Mührad, zumindest von hier oben aus gesehen. Gut. Jetzt wäre natürlich irgendwie cool, wenn mir nicht wieder das Gleiche passiert. So, zumindest meine Seelen habe ich zurück. Die sind jetzt auch alle hier runtergefallen, ja? So, muss ich Angst vor denen haben? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Wer kommt jetzt zuerst? Er.
Zack. Nummer 1 hätten wir. Oh, es waren 2. Es waren quasi 2 ineinander. Ja, okay. Sie machen einen Stoßangriff. Der ist nicht zu verachten. Oh, keine Ausdauer mehr. So, schon wieder einer weniger. Boah, und die ziehen einem echt gut Ausdauer weg. Ich könnte auch mal warten, bis meine Ausdauer ganz voll ist. So, noch einer weniger. Okay, da wieder ein bisschen Feuer abbekommen. So. Ist hier noch einer, der gleich von oben auf mich drauf fällt? Irgendwie nicht, oder? Dann gehen wir jetzt noch einmal looten hier. Wer knurrt denn hier so? Eine Drachensteinscherbe. Okay, das ist bestimmt hoffentlich auch irgendwas Seltenes. Dass sich dieser Tod am wenigstens gelohnt hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier unten sitzt auch noch einer. Ich hatte vorhin auch irgendwas anvisiert hier, ne? Ach, stimmt, da unten an den Wänden sitzen sie auch noch. Okay. Aber die kommt zumindest nicht hier hoch und ich will da unten auch nicht reinspringen. Eine Drachensteinscherbe. Eine Scherbe aus Drachenstein gefunden in Lava. Wertet Einhandschwerter, Äxte, Hämmer und so weiter auf. Erfüllt Waffen mit der Kraft. Ich wusste es doch, mit der Kraft des Feuers. Das finde ich eigentlich ganz geil. Wenn die Feinde brennen, weil es auch. Ich weiß gar nicht, ob es auch Damage over Time macht und die ein bisschen benebelt irgendwie auf jeden Fall. Oder was heißt benebelt? Die Schmerzen leiden lässt und dann können sie sich nicht so gut wehren für eine Zeit lang. Das fand ich eigentlich immer ganz geil. Mal gucken, ob ich sowas wieder anstrebe. Waffen können durch Drachensteine bis auf Stufe 5 verstärkt werden. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, hier schauen wir beim nächsten Mal weiter, was uns da hinten bei den Typen noch so erwartet. Die haben schon wieder brennende Schwerter. Dass wir das nicht einfacher machen. Aber das schauen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich sage dir erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.